Ja, hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil, mein Gott, meines Gene Wilder Specials. Und zwar heute mit dem Film Blazing Saddles oder Der wilde, wilde Westen. Oder wie er auch heißt, Is was, Sheriff? Fragezeichen. Ein Film, ja, eine Zusammenarbeit zwischen Gene Wilder und Mel Brooks. Nach meiner Erzählung haben die drei Filme zusammen gemacht. Der erste ist der erste Film von Mel Brooks überhaupt, nämlich The Producers oder wie er in Deutschland heißt, Frühling für Hitler. Ein ganz großartiger Film, den es, glaube ich, zumindest nach meinem Wissen, nicht auf deutscher Blu-ray oder sogar DVD gibt. Was sehr schade ist, weil es eigentlich echt ein sehr witziger Film ist. Den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Nur ganz kurz zusammengefasst, bei dem Film geht es um zwei Produzenten für ein Musical, die rausgefunden haben, wenn man Leuten, also wenn man Geldgebern Anteile verspricht und die am Einspielergebnis und die geben dann einem Geld und sagen, okay, mach dieses Stück und meine Rückzahlung ist dann eben aus den Einspielergebnissen und das Stück dann natürlich kein Geld abwirft, dann können sie das Geld ja quasi behalten, was sie erhalten haben. Und deswegen das schlechteste Musical der Welt auf die Beine stellen wollen, was dann aber natürlich unerwartet zu einem Hit wird. Und dann ist der ganze Plan für den Arsch. Super Film, gibt's auch ein Remake, glaube ich, aus den frühen 2000ern und inzwischen auch als Musical, also ein Musical zum Musical, gibt's da, glaube ich, auch noch zu. Solltet ihr auf jeden Fall mal gucken. Ja, dann müsste das, glaube ich, die zweite Zusammenarbeit von beiden sein. Ich muss mir jetzt ganz kurz hier was nachschauen. Ja, vermutlich. Worum geht's? Oh Gott, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und zwar geht's um, wie heißt der, Harvey? Mal gucken, ich muss mal ganz kurz den Namen raussuchen. Wo ist er denn? Also es geht um einen Mann, der nicht von Gene Wilder gespielt wird, der weiß, dass eine Harvey Korman, wieso komme ich nicht auf diesen Namen, verdammt, Harvey Korman, genau, dass eine Eisenbahnlinie gebaut werden soll durch den Westen, ne, da spielt ja um 1800 irgendwann, und dass damit die Grundstückpreise hochgehen, so ein bisschen wie bei Spiel mir das Lied vom Tod, wer ihn kennt, ne? Und dass damit die Grundstückspreise hochgehen und er versucht jetzt vorher an dieses Land ranzukommen. Und dazu ersinnt er irgendwie den Plan von einem Städtchen, das von einem, und ich sag's jetzt tatsächlich, Neger, diesen als Sheriff einzusetzen. Ne? Ich bin im Ton dieses Films, also bitte. Ja? Einen Schwarzen, natürlich. Ja, was zur damaligen Zeit ja undenkbar wäre. Und was eben nach seinem Plan Verbrechen anziehen sollte und was er natürlich auch unterstützt, logischerweise, und einfach generell die Menschen abschreckt. Ne? Wie kann das sein, dass ein Neger Sheriff wird? So, ne? Oder der Art. Und dadurch natürlich die Leute da weg wollen und das Land einfach nur abgeben wollen, quasi erst für ein Appel und ein Ei kauft. Und dann eben, also ein Grundstücksschwindel, um es mal kurz zusammenzufassen. Ja, und dieser Schwarze, wie hieß er noch gleich? Im Zweifelsfall ist es Cleven Little. Also, ja. Oder hier sieht man auch nochmal ein Bildchen. Da guckt euch einfach den schwarzen Typen an. Der ist halt auserkoren dafür. Und ihm zur Seite steht dann Gene Wilder, der einen ehemaligen Revolverhelden spielt, der offensichtlich keine rassistischen Vorurteile hat, der ja das Problem aber hat, dass er dem Alkohol verfallen ist. Ne? Da gibt es eine wunderbare Szene, also muss ich den Film kurz wegstellen, wo die beiden so gegenüber sitzen und sich unterhalten und dann sagt er so, steckt er so die Hand aus und meint so, wie guckt er die Hand an? So, ne? Und dann meint er, Bart heißt er, glaube ich, der Schwarze. So, wow. Ne? Ruhig wie, keine Ahnung, wie ein Felsen oder so. Dann meint er, ja, das Problem ist aber, das ist meine Schießhand. So, ne? Und die zittert dann halt total. Ja,
Ja, der Film ist sehr verrückt, sehr wild, was ein bisschen, ich sage mal, für mich erschwerend hinzukommt, da ich tatsächlich 90% oder 95% der Filme auf Deutsch gucke, ist, dass die Synchro versucht hat, das Ganze noch ein bisschen witziger zu machen, als es ohnehin schon ist. Also so vom Gefühl her sind da Gags reingehauen worden, die wahrscheinlich im Original nicht drin waren. Aber okay, das hat man leider häufiger. Und deswegen muss ich ja sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber ich würde mal sagen, so um die 15, 16 herum und ich schon viele Mel Brooks Filme kannte und auch Gene Wilder Filme und beide mochte und total mich drauf gefreut habe. Da kam dann irgendwie im Fernsehen und dachte ich so, oh echt, na, das ist jetzt aber nicht so toll. Ne? Der wuchs, also über die Jahre ist es nicht so, definitiv nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber ich sagen kann, ja, ne, heutzutage, man kann den immer mal wieder ganz gerne gucken und so. Und viele finden den sicherlich großartiger als ich. Auch zum Beispiel ist der Oscar nominiert gewesen für die weibliche Hauptrolle. Und zwar Madeleine Kahn war nominiert, hat dann allerdings verloren. Oder hat nicht gewonnen, verloren kann man ja schlecht sagen, wenn es um eine Nominierung geht. Ja, was gibt es zu dem Film noch zu sagen? Der sollte noch eine Fernsehserie nach sich ziehen. Der Pilotfilm zu dieser Fernsehserie ist sogar hier drauf, habe ich aber nie geschaut. Leider muss ich das zugeben. Und diese Fernsehserie ist auch nicht umgesetzt worden. Wie gesagt, vielleicht sollte man ihn sich lieber auf Englisch angucken. Auf Deutsch ist er ein bisschen, weiß ich nicht, nicht ganz so schön. Aber egal. Auf jeden Fall auch ein guter Film. Gene Wilder. Ja, okay. Das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen und bis dann bleiben wir zusammen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.